Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play APB Reloaded. Wieder mit mir, dem Mrs. Wistzocker, und wieder dabei ist der liebe Sir Pac-Man. Hallo! Hallo! Ja, heute werden wir mal das Farming-System, wenn man das so sagen kann, zeigen. Wir werden heute ein bisschen farmen. Ihr werdet das bei Martin ein bisschen früher sehen, also Sir Pac-Man aka Martin. Weil ich erst noch zur Britney Bloodrose fahren muss, damit ich der Eid leisten kann und weil mir das sonst nichts bringt. Ja, dann soll ich schon mal ein bisschen zeigen, wie das hier so funktioniert. Okay, es funktioniert folgendermaßen. Wir werden heute euch genau zeigen, wie wir Geld farmen. Das geht folgendermaßen. Es gibt zwei Arten von Ausrauben. Das eine wäre an Läden und das zweite ist halt an den Garagentoren. Wie wir erkennen, es sind hier mehrere Garagentore sowie Läden. Man kann aber nicht in jedes reinfahren, es wird mit dem Fahrtenkreuz orange umrandet. Sobald es orange umrandet wird, kann man da mit dem Auto reinfahren und die Objekte werden, gedroppt. Das werde ich hier einfach mal kurz demonstrieren. Ihr seht, mein Fahrtenkreuz ist hier orange umrandet. Und da kann ich jetzt schon mal mit meinem Auto reinfahren, sobald ich es treffe. Hä? War ich? Ich bin doch gar nicht bei Giro fertig, was laber ich? Hä? Ich bin gerade voll confused. Sorry Leute, ich habe schon ewig kein APB mehr gezockt. Hä? Ja, wir können jetzt hier mit F die Objekte aufnehmen und in den Van hinten reintun. Genau. Bei mir werdet ihr das auch gleich sehen. Ich muss nur irgendwie kurz meine Unfähigkeit hier wieder demonstrieren. Ne, eigentlich wieder beräumen, aber demonstriert habe ich sie schon. Ach, ja, so Tatsache, ich bin erst auf Level 8,5. Ich will den Typen. Ja. Der gibt viel, viel besseres. Ja, dann würde ich den auch. Better hoch. Stuff. Genau, die großen Objekte nehmen 5 weg und die kleinen nehmen 2 weg. Und zwei McChicken. Zwei Wäckchen. Die Kleinen nehmen, wie gesagt, 2 Platz weg vom Auto. Und die ganz, ganz Kleinen nimmt er in die Hosentasche. Und insgesamt Platz hat's im Van 25. Also können wir 4 große Objekte reintun. 5. Das recht 5. Mathe Genie FTW und so. Genau, dankeschön. So, jetzt könnt ihr hier bei mir auch noch mal schauen, wie sich... Willst du dich verziehen? Danke. Nein, du... Ernsthaft? Er parkt seinen Sicherheitstransporter genau vor dem Laden. Zum Glück haben wir hier auf der Gegenfahrbahn noch mal einen. Nein, du fährst da nicht davor. So machen wir den Laden kaputt. Einfach ein Stück weiter vorfahren wieder und die ganzen Pakete reinnehmen. Hier die Kleinen, die kann er, wie der Martin schon treffend beschrieben hat, einfach so in die Hosentasche nehmen. Oder, ja, keine Ahnung, unter den, Hut zaubern. Wie auch immer. Und so Taschen oder Computer oder Tresor oder was auch immer ihr findet, könnt ihr dann halt in den Kofferraum stecken oder hier in die Ladefläche. Genau. Genau. Wie gesagt, es hat 25 Plätze frei und die Großen nehmen 5 und die Kleinen nehmen 2. Wenn es hinten voll sein sollte und du und ihr noch irgendwie noch kleine Sachen habt, die in einer Hand nehmen kann, dann könnt ihr es mit nach vorne nehmen. Das funktioniert auf jeden Fall, aber wie soll ich sagen, er kann es einfach mit nach vorne nehmen, die kleinen Sachen, die er in die eine Hand nehmen kann. Genau, so zum Beispiel so Taschen, was ich hier gerade tonnenweise eingeladen habe, das kann er halt in die Hand nehmen. Wenn ihr den Ladedinges hier voll habt, könnt ihr den halt noch in die Hand nehmen und genau. Mit dem halt rumfahren, ohne dass ihr das Zeugs liegen lassen müsst, weil wäre ja Verschwendung. Ja, natürlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einen übelst hohen Ping habe. Okay. Weil ich drücke etwas und es geht etwa eine halbe Sekunde, bis es endlich dann macht. Okay, dann werde ich euch jetzt den zweiten Schritt zeigen vom Farmen. Und zwar haben wir hier die nette Terriquan. Das ist hier einfach auf der District Waterfront.
Hier gibt es natürlich jetzt mehrere, ihr seht bei mir der Giro, der die Chiron Sentry und die ganz anderen Leute. Ihr könnt bei jedem abgeben, auch die nicht angezeigt werden. Auch die nicht angezeigt werden. Deutsch. Solange es keine Polizisten sind. Ja, tut mir leid, dass ich hier mit den kleinen Versprechen und so, ihr müsst mich entschuldigen. Ich zeige euch hier auch noch einen, der Giro. Es ist die schnellste Art, um den Transporter auszuladen, aber leider auch die gefährlichste Art. Ich zeige euch gleich, wieso. Ihr könnt hier einfach so hier ranfahren. Am besten so, dass ihr noch reinkommt und raus. Ja, genau, nicht so. Ein Stück vor. Passt das? Jo, das passt. Könnt ihr hier hinstehen, euch hier hinstellen. Etwas rausnehmen und zack, zack, einfach die ganze Zeit F hämmern, bis der Transporter leer ist und ihr das ganze Geld eingesackt habt. So, das Gefährliche an dieser Sache ist, wie ihr seht, ist hier relativ viel Betrieb. Kann also durchaus mal sein, dass hier ein Bulle vorbeigüchselt. Dann seid ihr gearscht. Also, außer ihr seid irgendwie Superman und Spider-Man und was gibt's noch? Dr. Hulk. Nee, der heißt nicht Dr. Hulk. Wie heißt? Einfach nur Hulk. Hulk, ja. Alles in einem. Oder Sir Pac-Man. Oder Sir Pac-Man, dann werdet ihr garantiert failen. Natürlich. Ja. Außer ihr seid das, dann werdet ihr alles schaffen. Ja, fehlen Ihnen auch schon die Worte. Ich wollte etwas sagen, aber das wäre nicht so gut gekommen. Ah ja, dann ist ja gut. Ihr seht jetzt bei mir, ich habe jetzt alles hier abgegeben und oben links bei dem Kopf unten dran, bei der 8, bei dem weißen 8 unten dran, ist eine grüne Zahl. Bei mir ist jetzt 1984. Das ist das Geld, was ihr bekommen habt für die Objekte. Das heißt aber noch lange nicht, dass es sicher ist. Ab 2500, wenn ich mich nicht recht täusche. Du täuschst dich nicht. Nein, dann täusche ich mich nicht. Wenn man die über 2500 da kommt, kann jeder Polizist sehen sofort, also er kann dich, wie soll ich das am besten beschreiben, er kann dich ab 2500 sofort anzeigen, ohne dass du ein Verbrechen begangen hast. Also sprich, wenn ihr 2500 habt, haben alle Bullen im Freipass euch festzunehmen und wenn ihr dann durch die Gassen fahrt und euch einen Bulle sieht, kann der euch attackieren, festnehmen, also festnehmen heißt ihr umbringen. Und dann hat er die Kohle. Und ja, ihr seid pleite. Das ist nicht so schnieke. Nicht so. Ja, auf der Dufte. Genau. Wieso fahre ich hier lang? Ich müsste abgeben. Ah, ich weiß wieso, weil ich zu Terriquan will. Ah ja, apropos abgeben, das wäre nämlich der dritte Schritt. Da ist die Frage, wollt ihr es, wenn ihr es abgebt, wird ein wenn ihr es abgebt, gibt es noch ein Duplikator. Und das seht ihr hier. Beim grünen Geld unten, die rote Zahl, das X mit dem 1 und einem Komma und einem 0. Das erhöht sich, je nachdem wie viel Verbrechen ihr begangen habt, bis zu zweimal. Wenn ihr in einer Gruppe seid, bekommt ihr das Geld, das ihr abgegeben habt, wird sich teilen und die geteilte Summe wird sich dann mal 1,0 duplizieren, so gesehen. Also ihr bekommt es nur einmal ab. Wenn ihr 1,5 habt, würdet ihr die Hälfte von 2000, also die Hälfte, nein, wir fangen von ganz vorne an. Ich gebe jetzt 2000 ab und Mrs. Wistock ist bei mir in der Gruppe. Ich bekomme die Hälfte 1000 und hätte ich 1,5 mal 1,5 würde ich 1500 bekommen. Soweit die Erklärung. Und wenn ihr natürlich sagt, nee, für den gebe ich das Geld, also dem schenke ich das Geld so gesagt nicht, geht ihr einfach aus der Gruppe und ihr bekommt die volle Summe plus halt einen kleinen Bonus. Genau. Ja, ich hoffe, das ist von der Beschreibung gut genug gewesen. Ja, ihr seht es sonst auch nochmal gleich bei mir nach dem nächsten Van. Ja, so funktioniert das Farmen hier. So könnt ihr eigentlich ziemlich gut Asche machen. So habe ich mir die ganzen Autos und Waffen und all das finanziert. Ja. Es ist wirklich lukrativ. Ein lukratives Geschäft
aber halt auch ein risikoreiches Geschäft. Ihr könnt natürlich auch die ganze Zeit Autos klauen und das, das ist übrigens auch so ein Fail, ne? Ich fahre hier mit einem 2,5-Tonnen-Auto auf so eine Scheibe ein. Mit rückwärts Vollgas. Aber sie gehen echt kaputt. Und die Scheibe denkt sich. Genau. Die Scheibe denkt sich einfach mal: You mad? Ne, die. Jetzt ist sie kaputt. Nach dreimal reinfahren. Ach du heilige Scheiße. Oh, oh. Ja, die konnte mich jetzt anzeigen, weil ich jetzt in dieses Auto da in diese Scheibe gefahren bin und ich lustigerweise dann plus $3,147 bekommen habe. Deshalb konnte sie mich anzeigen. Genau. Und in einem solchen Fall versteckt ihr euren vollen Van irgendwo und verpisst euch. Weil sonst kommen die Bullen, ficken euch auch noch in den Arsch und dann habt ihr euer schönes Geld nämlich auch weg. Genau. Also wenn eure Teammitglieder irgendwelche Faxen machen, einfach verdrücken. Außer ihr seid sozial und hilft, aber fuck the shit. Ihr kriegt mich nicht, Wenn die Polizisten zu dritt sind und jeder von diesen golden ist. Also alles von denen sind Sucht ist, so gesehen. Und sie haben vollständig. Fahr weg, braves Bulli, Bullilein. Fahr weg. Verpiss dich! Genau, und jetzt hat man gesehen, wie man es am besten nicht machen sollte. Also am besten, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, 2500 und dann sofort abgeben. Und dann wieder. Wer ist Ghetto Lady? Ach, die kam jetzt in die Mission, weil wir halt mit dem Bullen hier uns ein bisschen gekuschelt haben. Genau, genau. So, in der Zeit, wo die Bullen hier noch ein bisschen Stress machen, fange ich schon mal an mit Ausladen. Oder sie sind fertig. Okay. Ja gut, ja, da habe ich wie gesagt jetzt mein ganzes Geld, grünes Geld verloren. Also nicht das oben rechts, das ist also meins, das ist sicher. Und ja, das heißt, ich kann wieder von null anfangen werden, der Mrs. Wistock natürlich aufpasst, dass er auch nicht angezeigt wird, weil sonst... Was? Anzeigen ist voll cool. Alter, ja, willst du wohl etwas aus dem Danke, aus dem Transporter nehmen? Ich stehe vom Transporter FFFFF. You mad? Ja, man kann übrigens auch ja noch anders Geld farmen, so wie der Mrs. Wistocker vorhin schon angesprochen hat, dass man einfach Autos, fremde Autos klauen kann und dann die Abgabe also immer wieder abgeben. Man bekommt erstens scheiße wenig und zweitens, wenn man über 2500 hat, wird man sowieso angezeigt, weil es ja so offensichtlich ist, dass da immer einer rumcruist. Also es ist offensichtlich, sagen wir es mal so. Gut. Warte, wie viel Geld hat mir das jetzt gebracht? Nicht allzu viel, ne? Dann gehen wir halt nochmal auf eine Runde. Klar, ich könnte es mit 1700 könnte ich schon abliefern fahren, aber... Entweder ist es gerade ziemlich dumm, was ich jetzt gerade mache und nochmal rausfahre, oder es lohnt sich halt. Weil es lohnt sich halt schon, wenn man mit 2000 abgibt, anstatt dass wenn man mit 1700 abgibt. Ist schon ein Unterschied. Ja, schon ein bisschen ausnutzen hier alles und so. Bäm. Natürlich, wenn man Premium hat, bringt das natürlich mehr Geld, aber... Ich glaube, es macht nicht mal so einen riesen Unterschied, aber schon ein bisschen. Du warst einiges schneller als ich. Ja, komm, ja. Aber ich habe auch ein bisschen früh angefangen, also ein Van mehr. Mhm. Dann gehen wir PC voll aus. Dankeschön. So, wenn ihr relativ viel Geld, was heißt relativ viel Geld, bald an dem Punkt angelangt seid, wo ihr bald abgeben wollt, gebe ich euch einen Tipp. Ohne T. holt euch einfach Zeugsens aus so Nebengaragen. Oder es spawnt einfach mal gar nichts. Das ist natürlich noch besser. weil die Cops fahren halt auf den Hauptstraßen. Und wenn ihr da lang düst, werden die euch auf den Sack gehen. Kurz gesagt. Bei mir ist Verbindungsprobleme, Unterbrechung.
In 40 Sekunden und jetzt geht's wieder. Okay. Ja, keine Ahnung. Bei mir, crazy. Bei mir ist auch irgendwie übelst, wie wenn ich einen High-Ping hätte oder so, fühlt sich's gerade an. Ich lenke und der Wagen irgendwie denkt sich, keine Ahnung, wie ist ein alter Opa? Seltsam. Der halt immer noch so eine Gedenksekunde braucht. Oder ihr hört sich auch das Mausklicken. Hört mal, wann ich klicke und wann ich hupe. Ja, das höre sogar ich. Das ist, ja, ich habe jetzt die Maus auch an ein Mikrofon gehalten. Ach so! Okay. Das war mit Absicht. Ach so, ich dachte. Und die Leute bei mir im auf dem Kanal, die wissen jetzt auch, wann ich gehupt habe. Deshalb wissen sie jetzt, dass das Server ein bisschen abspackt. Aber es ist Sonntagabend, deshalb ist es verständlich. Ich will nicht einsteigen, ich will Zeugs ins rausnehmen. Okay, mein Auto ist tiptop. Hui, einmal über dich gesprungen. Warp. Weggeborbt. Frozen King. Bist du ein Bulle? Oder? Nee, ich hoffe mal. Nee, das ist kein Bulle, das ist dein. Ich hab grad Schiss, dass ich 2500 erreiche. Ja, da musst du einfach schnell abgeben, dann sollte das eigentlich passen. Dürfte zwar nicht passieren, aber. Wie viel Zeugs ist da noch drin? Noch 9. Noch die Tasche. Noch die Tasche. Okay. Ich gehe das Risiko ein. Yes! 2400. Besser kann es kaum werden. Jetzt gehen wir ins Inventar. Fahrzeug ändern. Welchen nehmen wir denn? Unseren Sunnemung oder den Charge Cisco? Musst du wissen, welches geiler ist und welcher schneller ist. Der ist schneller. Dann könnt ihr jetzt mal gucken. Auf dem Weg dahin werde ich. Wobei, sollte ich Passanten überfahren? Dann können mich ja die Cops auch nerven, oder? Ja. Dann sollte ich keine Passanten überfahren. Weil wenn ihr Passanten überfährt, dann könnt ihr halt den Multiplikator, das große oben. Ich krieg gar keinen Fahndungsstatus, wenn ich Leute umfahre. Okay. Wenn ich. Ja, wie hast du bestimmt 1,5 oder 1,3, oder? 1,3 habe ich. Ja, eben nee, da, nee, da merkt man es praktisch nicht mehr. Also wie 1,3, meinst du vom Multiplikator her? Mhm, wenn man da Leute überfährt, merkt man das eigentlich nicht mehr groß. Nee, aber ich dachte, die Cops können mich halt ficken, wenn ich Leute überfahre, aber dem ist nicht so. Ja, je nachdem, also ich glaube, es ist nur ganz kurz, also anzeigbar. Glaube ich zumindest. Wird also gar nicht angezeigt, also ich habe nichts gesehen. Ja, dann umso besser natürlich. Also, was er hier vorher erklärt hat, hier ist Money Laundering, für die im Englisch nicht so ganz auf dem neuesten Stand sind. Money Laundering, Geldwäsche, ich hab's jetzt schon gemacht, egal. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult nochmal zurück. Oben rechts hat's beim Geld, bei der Geldanzeige plus 1500 noch was angezeigt. Ja, das wird halt, dann wird das Geld halt mal 1,3 multipliziert und das erste Mal, wo ich die Karte auf die Seite lege. Mal 1,3 multipliziert und durch 2 geteilt. Nein, genau. Das wird zuerst geteilt und dann dupliziert. Das Geteilte wird ja dupliziert, nicht das Volle. Spielt gar keine Rolle, kommt das Gleiche raus. Nein, voll nicht. Flieg, Vöglein. Du. Ja, ist ja gut. Warte, und ja, dann bekommt halt jeder seinen Anteil. Wenn ihr in der Gruppe seid und ansonsten bekommt ihr halt das ganze Cash. Haben wir sie nicht vorhin überfahren? Wie? Was? Keine Ahnung. Wollen wir noch mal eine Mission machen? Damit die Leute auch noch ein bisschen Action haben. Also so funktioniert das Farming-System. Falls ihr noch irgendwelche Fragen diesbezüglich habt, schreibt es mir oder dem Martin in die Kommentare. Wir lesen eigentlich die Kommentare immer, außer YouTube entfernt wieder mal den Posteingang. Entweder hat YouTube den Posteingang entfernt oder du hast es nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Entweder war ich einfach zu dumm, um den Posteingang zu finden, oder war er zwischenzeitlich wie wirklich weg. Und bei mir hat Google Plus irgendwo gespackt, deshalb. Ja, ich will dir jetzt nicht vorwerfen, nicht das. Google Plus ist sowieso irgendwie so eine Bitch, was sich ab und zu mal denkt, ja, heute habe ich Lust zu arbeiten. Nee, heute ist nicht so, nee.
Nee, nee. So, ich würde sagen, machen wir eine kleine Mission. Ich mache noch einen kurzen Cut, weil ich gucken will wegen der Mikroqualität, ob das jetzt gut ist. Ach so, ja, okay, dann mache ich auch einen kurzen Cut und wenn er wieder da ist, dann geht's weiter. Ganz kurzen Mini-Cut. Bis gleich. Okay, bis gleich. So, weiter geht's. Mini-Cut wurde durchgeführt. Die Audioqualität ist eigentlich ganz gut. Ja. Aus mir unerklärlichen Gründen ist mein Mikrofon plötzlich lauter. Also, es war, wusste ich schon vor der Aufnahme, aber ich habe es einfach mal kurz ausgesteckt, wieder eingesteckt und ja. Da hat sie gesagt, ja, dieses Mal sind wir lauter. Ich habe mir nämlich ein neues Mikrofon gekauft mit dem Sinne, ja, bessere oder lautere Mikroqualität vor allem, weil das Mikrofon, was ich jetzt gerade habe, das war, wohin fährst du? Ach, das bist du. Ich dachte, du bist weitergefahren. Nee, das ist ja halt ziemlich, oder war halt ziemlich leise bei gewissen Spielen. Fuck. und ja. Deshalb hat es sich ein neues geholt. Das ist halt ein bisschen, war halt ein bisschen dumm. Deshalb wollte ich mir ein neues holen. Und das hat sich dann gedacht, ich bin zwar. Alter, leck mich. Danke. Für Golden.